Hallo Nelly, hallo da draußen. Hallo, grüßt euch. So, für diejenigen, die unser vorheriges Video, das ist so etwa eine Stunde, anderthalb her, schon gesehen haben, es waren einige tausend, unfassbar viele innerhalb von einer halben Stunde, über 20.000 Zugriffe drauf. Es tut mir leid, wir mussten das wieder rausnehmen, weil wir neue Erkenntnisse hatten und nichts ist beständiger als der Wandel. Ja. Und deswegen nehmen wir das jetzt nochmal auf und werden nochmal da Stellung nehmen zu. Also, es gab in den letzten Tagen Angriffe auf uns als Person, massive Angriffe, die haben uns durch den Kakao gezogen. Ja. Das haben sie nicht gut gemacht, das haben sie sogar richtig schlecht gemacht, schlecht recherchiert, verfälscht dargestellt. Aber was noch viel schlimmer ist, sie haben jemanden mit hineingezogen, Amazing Polly-Übersetzung, nämlich die Tiger Bambi, den Kanal Tiger Bambi. Und das finde ich, mir fehlen die Worte, wie niederträchtig das ist. Ja. Das ist jetzt korrigiert. Das ist auch von dem Kanal korrigiert worden in einem aktuellen Video. Also das aktuelle Video ist Newsflash für niemanden und für alle. Sehr nette Menschen dort, mit denen haben wir auch telefoniert. Die haben das toll gemacht mit der Richtigstellung. Das kann immer mal passieren. Fehler passieren. Und sie haben ihren Fehler erkannt und sie haben ihn korrigiert. Und das ist für mich absolute Größe zeigen. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, das habe ich auch im Coaching in vielen Unternehmen immer wieder gesagt, zu Führungskräften oder auch zu CEOs, die schlimmste Entscheidung ist diejenige, die nicht getroffen wird. Und wenn man feststellt, es war eine falsche Entscheidung, dann ist es umso richtiger, diese zu korrigieren. Und damit zeigt man auch Größe. So ist es ja. Also da an Newsflash für niemanden und alle, Chapeau, habt ihr Ja. großartig gemacht. Wir möchten nochmal auf diesen Newsflash eingehen, der uns in falscher Form dargestellt hat. Wir haben ein Leben gehabt, bevor wir diesen Kanal gestartet haben. Und wir haben in dieser Zeit, also seit Geburt, haben wir viele Dinge erlebt. Wir haben viele Dinge verdammt richtig gemacht und andere Sachen, aus denen wir gelernt haben. Das ist der Grund, weshalb wir die Person, nein, der Mensch sind, der wir heute sind und der wir uns heute zeigen. Wer sich mit unseren Lebensläufen beschäftigen möchte, ihr seid frei zu schauen. Es hat ein junger Mann gemacht in einer Gruppe. Nelly, du hast es mir vor anderthalb Tagen vorgelesen. Ja. Wir suchen diesen Beitrag und wir möchten ihn gerne für euch öffentlich machen, was das Ergebnis seiner Untersuchung war. Ich kann es euch nicht mehr wörtlich wiedergeben, ich kann es nur euch inhaltlich wiedergeben, was der gemacht hat. Also der hat uns so nackig ausgezogen im Internet. Ich weiß gar nicht, wie man da auf diese ganzen Sachen kommen kann und wie man das findet. Da bin ich zu alt für. Ich habe da keine Ahnung. Aber er hat das Nicht. offensichtlich extrem gründlich gemacht und ich weiß nicht, ob er auch die Unterhosengröße von uns gefunden hat. Aber auch das mag sein. Aber um es zusammenzufassen, er hat festgestellt, dass wir keiner politischen Gruppierung zuzuordnen sind oder auch Mitglied in einer Vereinigung sind. Er hat festgestellt, dass wir mit dem Kanal, sowohl dem YouTube-Kanal, der nur dafür verwendet wird, zu veröffentlichen, und zwar Videos hochzuladen, damit wir sie dann in unserem Telegram-Kanal, wo wir alle Quellen und Nachweise, die wir veröffentlichen können, natürlich unter die Videos drunter stellen. Er hat festgestellt, dass wir damit überhaupt kein Geld verdienen und noch nicht mal Aufruf zu Spenden machen. Und das, obwohl wir in Teilen von morgens um 6 bis abends um 12, manchmal auch 1 Uhr, dann allerdings im nächsten Morgen erst um 7 Uhr daran arbeiten, euch mit Informationen aufbereitet und in einer Form sie euch wiederzugeben, dass ihr damit auch umgehen könnt. Ich gebe euch nur ein Beispiel.
das Thema Adrenochrom. Ihr kennt das Video, Xavier Naidoo hat sich damit mal beschäftigt vor laufender Kamera und er hat geweint. Ich habe da 12 Minuten mich mit beschäftigt und ich musste zur Toilette und mich übergeben. Das wollen wir nicht rausbringen. Das sind Schreckensbilder. Wir wollen euch das Positive rausbringen. Wir wollen euch zeigen, was passiert mit dem Wandel. Und ich möchte ganz gerne euch mal erklären, wie das oder was wir mit Frag uns doch machen, wie das gekommen ist. Mhm. Wir kommen daher, wir haben im Januar, Februar habe ich persönlich 3 Interviews gegeben in einem anderen Kanal im Bereich Kryptowährungen und da ging es dann um die geopolitischen Einflüsse, weshalb eine Krypto-Weltwährung jetzt Sinn macht und welche das sein könnte und warum sie das auch ist. Diese 3 Videos hatten solch einen Erfolg, der uns alle umgehauen hat. Und es wurde immer stärker der Ruf danach, mehr Geopolitik, mehr Hintergrundwissen. Was passiert denn da draußen? Was macht denn der Trump? Wieso Trump und Putin auf einmal zusammen im Schulterschluss mit dem Xi? Was steckt denn da überhaupt dahinter? Und so sind wir dazu gekommen, dass wir den Kanal, dass wir gesagt haben, wir machen eine Chatgruppe. Die Chatgruppe haben wir wieder geschlossen, weil wir unterwandert worden sind. Es ist alles bekannt und wir sind wieder bei Null gestartet, unmittelbar vor Ostern. Und haben zusätzlich zu den 3.000 Mitgliedern aus dem Diskussionschat haben wir jetzt mittlerweile nochmal 23.000 oder 24.000 Mitglieder in unserem Telegram-Chat. Kanal. Und gewonnen und gewinnen können und hereingebeten und begrüßen dürfen. Sucht euch aus. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und wir haben uns überlegt, wie nennen wir uns denn? Denn es ist nicht einfach nur die Arbeit, die wir jetzt gerade tun, dass wir aktuelle Ereignisse miteinander verbinden, Schlüsse daraus ziehen, uns eine Meinung bilden und diese veröffentlichen, sondern es hat sich mittlerweile ein beachtlich großes Netzwerk von Experten auf ihrem Gebiet gefunden, zusammengefunden. Das sind Trainer, das sind Coaches, das sind Unternehmensberater, das sind Unternehmer, Produzenten, das sind Medien, ein Medium, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Medium ist. Lass mal so stehen. Menschen mit energetischen Kräften und mit besonderen Begabungen. Ja. Und da haben sich sehr viele zusammengefunden jetzt. Und ich kann das jetzt schon ankündigen. Wir werden ein Treffen haben irgendwo am Starnberger See, sobald die Grenzen offen sind. Denn sie kommen nicht nur aus Deutschland, sie kommen auch aus Österreich, aus der Schweiz und sie werden später auch aus der ganzen Welt kommen. Und wir haben da eine Gruppe von Menschen, die darüber nachdenken, welche humanitären Projekte kann man jetzt starten und wie kann man sie starten. Und wir möchten darüber uns austauschen. Wie kann man das miteinander vernetzen? Was brauchst du dazu? Okay, du brauchst ein paar Coaches. Was für eine Ausrichtung müssen die Coaches haben? Mindset ändern. Okay, haben wir eine Liste. Und so finden wir die Ressourcen, die wir brauchen, um dann die Ideen, die wir im Kopf haben, umzusetzen. Denn eins ist sicher, es ist nicht das Entscheidende, wann kommt der Wandel, wann kommt das große Erwachen, wann gehen wir in die neue Zeitrechnung rein, sondern dann beginnt unsere Arbeit, unsere aller Arbeit. Ja. Wir müssen den Menschen draußen helfen, die wir jetzt im Moment als Schlafschafe bezeichnen. Denn die wachen auf. Da kommt Fernsehen, EMS gesendet und dann kommen die ganzen Horrormeldungen und dann werden die konfrontiert. Damit, womit wir uns schon eine ganze Weile beschäftigen, der eine macht das schon über ein paar Jahre, wir machen das jetzt etwa anderthalb Jahre, damit muss man klarkommen und die werden das in einer sehr kurzen Zeit komprimiert alles bekommen. Und in dem Augenblick, wo der Wechsel da ist, wo das öffentlich bekannt gegeben wird, dann geht die Arbeit wirklich los. Und dann müssen wir bereitstehen. Und wir von Frag uns doch, wir stehen bereit. Ja. Wir haben die Struktur schon geschaffen. Und wir werden zeitnah, werden wir uns zusammensetzen und überlegen,
Wie machen wir es jetzt am besten? Wie machen wir es auch? Wo sind die Ansatzpunkte? Und wir sind unterschiedlicher Couleur, dass wir unterschiedliches Fachwissen zusammenpacken und werden dort Konzepte entwickeln und humanitäre Projekte starten. Und wir werden auch Aufklärungsarbeit machen. Wir werden in Vorträgen reden. Ich werde durch Deutschland, Österreich, Schweiz reisen und Vorträge machen darüber, wie die Leute aufwachen können, damit wir damit unterstützen können. Das ist aus unserem Herzen heraus. Das ist unser Beweggrund, weshalb wir die Gruppe gegründet haben. Und wir werden das nicht kommerzialisieren. Vielleicht müssen wir da irgendeine Einheit gründen, dann wird es vielleicht ein Verein sein, wenn es denn in diesem neuen Staatengebilde eben ein Verein ist, ein eingetragener. Mhm. Dann machen wir das. Aber wir werden es nicht kommerzialisieren in dieser Form, wie ihr das kennt, mit einem Unternehmen oder sowas. Ich habe da keine Lust zu. Irgendjemand muss das kontrollieren. Und unter Umständen sagt dann Alex, ach, du bist ja da, du bist gerade da, du hast Unternehmensberatung gemacht, du machst es. Nee, mache ich nicht. Könnt ihr vergessen. Habe ich keine Lust zu. Andere wollen das auch nicht. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützen. Das ist das, was bei uns tief im Herzen drin steckt. Und jeder, der diesem widerspricht oder widersprechen möchte, möchte uns das bitte nachweisen, dass wir das nicht tun. Ja. Ja. Es gab in den letzten Tagen, nein, gestern gab es viele, viele Veranstaltungen in Graz, in Wien, in Linz, in München, Stuttgart, Mannheim, und 150 weiteren Städten, soweit ich weiß, in Deutschland. Auffällig war, dass die Straßenbahn dann zwei Stationen vorher angehalten hat, nicht weitergefahren ist. In Mannheim haben die sich sogar zwei Stationen vorher gesammelt. Die Leute mussten zu Fuß dahin gehen. Theresienwiese wurden nur 1.000 Leute draufgelassen und die anderen 2.000 mussten drumherum stehen. In der Stadt waren viele Spaziergänger unterwegs. Die Leute haben sich da getroffen und wiedererkannt aus Videos und Mensch, ich kenne dich doch aus dem und dem Video, ja, bin ich. Es ist auffallend, dass es offensichtlich diese Veranstaltungen nicht zu groß werden sollten. Warum auch immer. Vielleicht gab es nicht genug Polizeikräfte. Vielleicht sollten aber auch diejenigen, die sich zeigen wollten, ein bisschen geschützt werden. Mag sein. Es gab wieder lustige Videos mit Crisis Actors und Provokateuren, mit Verhaftungen, die wieder, wie ich es auch schon gestern, vorgestern angesprochen hatte, wo Polizeigruppen von 10 Polizisten dann unterschiedliche Herkunftsbundesländer draufstehen hatten und auch unterschiedliche Einheitennummern drauf hatten. Leute, macht es doch wenigstens professionell. Es sind dann auch plötzlich sind alle Fotografen sind genau bei dieser einen Person und nehmen die auf. Auch Kameras haben das aufgenommen, ist veröffentlicht worden. Alles schön und gut. Aber wir haben auch gesehen, auch ein sehr, sehr schönes Video aus Wien. Nelly, du hast eine wunderschöne Idee gehabt mit den gelben Rosen. Dass diese doch bitte an die Sicherheitskräfte, an Polizeikräfte, an wen auch immer, der für Sicherheit sorgt, übergeben werden. Vielleicht magst du zu den gelben Rosen und dem Video was sagen? Ja, meine Idee war es, und das hat auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun oder mit meinem Leben davor zu tun, Menschen zu berühren. Ja. Du hast vorhin gesagt, es geht darum, den Menschen zu helfen. Und unsere Arbeit, das möchte ich noch ergänzen, beginnt, glaube ich, dann erst, wenn wir die neue Welt haben, weil die Schlafschafe eben dann an die Hand genommen werden müssen. Ja, wir müssen sie dann an die Hand nehmen. Und dafür stehen wir auch, dafür die Menschen dann, die dann völlig überfordert sind. So, und das war schon immer mein Anliegen, Menschen zu helfen und Menschen zu berühren. Und da kam mir eben diese Idee mit den gelben Rosen. Erstens mal Rose für das Zeichen der Liebe, aber auch warum die Farbe gelb, weil gelb halt eben
für die 17 steht. Alle wissen, glaube ich, was die 17 zu bedeuten hat. Und für das Q, für die Bewegung, die gelbe Farbe kommt aus der Flaggen, sagt man Philosophie, also was bedeutet die gelbe Farbe? Alles in Ordnung. So ungefähr, ich verzeiht mir, wenn ich das nicht so professionell ausdrücke, ja, könnt ihr ja selber googeln, was die Farben der Flaggen zu bedeuten haben. Und da dachte ich, die Rose mit der Farbe Gelb in Verbindung symbolisiert das wunderbar. Und da eine Bewegung draus zu gestalten mit dem Namen Yellow Roses. Und jeder hat ein paar Cent übrig, um ein paar gelbe Röschen zu kaufen. Und auf dem Spaziergang, wie du schon sagtest, Sicherheitskräften, vielleicht sieht man mal den ein oder anderen Soldaten vom Militär, wie auch immer, aber auch zu den Polizisten hingehen und sie berühren, mal Danke sagen für ihre Arbeit. Ja? Denn diese Wertschätzung, wann bekommen sie das? Wir haben da draußen so viele Sprücheklopfer, aber viel zu wenig Schulterklopfer. Genau, ja? Sehr schön. So. Also den Menschen doch mal wirklich jetzt Danke sagen für ihre Arbeit, dass sie die Wertschätzung bekommen. Und dann berührt ihr sie im Herzen. Und dann ist, glaube ich, auch dieses, was uns teilweise ja vielleicht auch nur reingespielt wird, wie brutal sie sind. Dadurch wird das Eis gebrochen. Wir brechen sie auf, wir berühren sie. Und auch wenn sie die Rose nicht annehmen, dann legt sie ihnen vor die Füße und lasst sie da liegen. Und wenn sie sie nicht mitnehmen, dann freut sich irgendein anderer drüber, der später am Weg vorbeigeht. Aber eins ist euch gewiss, wenn sie abends im Bett liegen, sie werden an diesen Moment denken. Ja, so. Und in der Folge, wenn das viele tun, wenn das immer und immer und immer wieder passiert, nicht nur in kleinen Örtchen, in den Städten, überall und nicht nur hier in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Ich möchte, dass das eine Weltbewegung wird. Also helft mit, Menschen zu berühren, das Eis zu brechen, dass sie wirklich spüren, hey, ich bin Mensch und nicht irgendeine Nummer beim Staat. Ja? Genau. Ja. So, also lasst uns da die Bewegung mit starten. Es ist ein wunderbares Symbol, eine sehr, sehr schöne Idee. Noch zum Abschluss, ich möchte nochmal Tiger Bambi hervorheben für ihre großartige Arbeit, für ihren Kanal, der zwischenzeitlich mal stillgelegt war bei YouTube, warum auch immer, das ist zu schnell zu groß geworden, Kopf hoch, weiterrennen. Ich möchte mich bedanken, WD Kur, für das herausragende Gespräch eben gerade. Ich bin sehr, sehr viel schlauer geworden. Herzlichen Dank. Auch an Newsflash, ihr macht großartige Arbeit. Bitte verzeiht mir, wenn ich die vielen anderen Qs da draußen, die auch großartig arbeiten, jetzt nicht alle aufzählen kann. Toll, toll, toll. Lasst uns zusammenarbeiten. Ihr seid alle herzlich willkommen. Schaut euch an unseren Kanal in Telegram, frag uns doch, einfach Telegram herunterladen, installieren, anmelden, frag uns doch in die Suchleiste eingeben. Kommt rein, guckt es euch an. Ihr findet grundsätzlich unter den Videos im Telegram-Kanal findet ihr unsere ganzen Quellen und Nachweise. Ihr könnt uns anschreiben unter ich fange jetzt bei mir an, uncharmanterweise, Alexander Quade in einem geschrieben, A und Q groß. In Telegram anschreiben seid ihr direkt bei mir. Nelly seid ihr, findet ihr auch dort. Nelly Diamond, auch in einem geschrieben, auch das N und das D groß geschrieben. Alles klein. Alles klein, bei dir ist alles klein. Okay, wunderbar. Bitte verzeiht mir, wenn ich in meinem Facebook-Account nicht regelmäßig oder nicht so schnell reagiere. Es ist zu viel. Und ich nutze den Messenger. Ich schaue da alle 2 Tage mal rein. Also bitte geht in Telegram und schreibt uns da an. Genau. Wir werden in den nächsten Tagen, vielleicht heute, noch eine E-Mail-Adresse bekannt geben unter den Videos. Das werden wir dann auch einstellen, dass ihr da auch eure Fragen loswerden könnt. Oder auch eure Anmerkungen. Wir werden jetzt auch die Kommentare wieder freischalten bei YouTube.
Aber wir werden da natürlich schauen, entspricht das unseren Werten oder eben nicht. Also respektvoller Umgang, respektvolle Kritik, sehr gerne. Alles andere, nein, verneinen wir. Okay? Okay. So. Also, ich gehe jetzt raus. Es ist so warm und so schön draußen. Meine Kinder sitzen schon in Bikini und in Badehose auf dem Balkon und machen Wasserspielchen. Da gehe ich mal zu und spritze mal ein bisschen mit. Und vielleicht später nochmal beim Blumenladen am Bahnhof vorbei, gelbe Rosen, und dann gucken, wen man in der Stadt so trifft. Ja. Also, macht's gut zusammen. Where we go one, we go all. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja.